Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immobilienprofi TV. Mein Name ist Marcel Klein und das sind unsere Themen. Spitzenleistung, das Zusammenspiel von Hunden und Katzen, Abmahnung, wann sollten Sie aktiv werden und Kollegen finden über immobilienprofi.de. Power of Influence, das ist der Titel des Seminars mit Peter Holzer. Was hat es auf sich mit der Macht der Einflussnahme? Oder was hat das mit Hunden und Katzen zu tun? Beim Meeting 2012 hatte Peter Holzer die Antworten parat und gab eine erste Kostprobe seines Seminars. Wir haben einen Hund zu Hause und wenn Sie den rufen, Mozart, komm mal her. Egal wie alt er ist, jetzt ist er 4, aber selbst wenn er 14 wäre, mit Arthrose würde er sich irgendwie zu uns schleppen, weil ihm die Beziehung so wichtig ist. Deswegen die Analogie vom Hund. Ein Hund müssen Sie tätscheln oder, Vorsicht, befriedigen. Das heißt, ihm das geben, was er will, weil er braucht diese Beziehungsebene. Der tut alles dafür, dass es in der Beziehungsebene wunderbar ist. Das heißt also, er wird vor Ihnen stehen und sagen, wie war denn das Wochenende? Oh, wie geht's denn den Kindern? Hat der Hund noch Durchfall? Er erkundigt sich einfach. Er ist nett und stellt viele Fragen. Nur wegen einer einzigen Sache. Damit wir ihm eine Frage zurückstellen. Das sind die Hunde. Die lieben Beziehungen. Versus die Katzen. Angenommen, Sie hätten eine Katze jetzt unter Ihrem Stuhl. Sie würden die rufen, weil Sie nicht wissen, wo sie ist. Komm mal her. Wenn die keine Lust hat, kommt die nicht. Sie entscheidet, was, wie, wo, wann passiert. Katzen sind die, die dann im Meeting mal auf die Uhr gucken, die rausgehen zum Telefonieren. Man sagt, schlagen Sie mal die Unterlagen auf, die bleiben demonstrativ sitzen. Die machen einfach ihren eigenen Weg. Der Unterschied, der wird sofort klar in dieser Geschichte, wenn Sie zum Beispiel an so einen Hund denken und er steht dann da vor seiner Futterdose, denkt, wow, hier ist so viel Fressen drin, hier gibt es immer Wasser, ein Dach über dem Kopf, Wahnsinn. Und dann schaut er sie an und denkt, ich habe hier so viele tolle Sachen, du musst Gott sein. Die Katze kommt an, guckt in den Futternapf. Denkt, boah, drei verschiedene Möglichkeiten zu fressen und das jeden Tag. Es gibt Wasser. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Und du, blöder Hund, wenn du raus willst, musst du warten und ich habe sogar eine Klappe in der Tür. Wenn ich mir das so überlege, da oben ist nichts mehr. Ich muss Gott sein. Und wenn Sie das jetzt und aus Ihrem Lachen schließe ich mal wieder übertragen auf die ein oder andere Situation, die wir mit Menschen erleben, dann werden Sie eher Hundetypen in Situationen erleben und eher Katzentypen. Und das kann wechseln. Jemand ist in der einen Situation ganz Katze, alles straight, alles forward, er weiß genau, wo lang. In dem Moment kommt sein Lebenspartner oder Partnerin in den Raum und auf einmal ändert sich das. Totaler Hund, oh Schatz, schön, dass du da bist, ja, darf ich dir einen Kaffee holen? Möchte noch jemand einen Kaffee? Ah, schön, dass du da bist überhaupt. Auf einmal völlig ausgetauscht. Das ist alles sehr unterhaltsam. Jetzt ist das Entscheidende, ja, was habe ich denn im Verkauf davon? Wenn ich mit meiner klassischen Struktur vorgehe, Bedarfsweckung, und dann sehen wir, wenn wir machen viel Videoanalysen oder begleiten Verkäufer, dann sehen wir, viele gehen intuitiv in diesen zugänglichen Modus, Hund. Weil es nun mal angenehm ist, mit Hunden zu sprechen. Das werden Sie merken. In dem Moment, wo Sie den Kopf schief halten, auch die Männer, sagen, oh, schön, einfach nur so ein bisschen Öl in diesen Dialog bringen. Sie werden merken, Sie kriegen Informationen, das ist fantastisch. Menschen, die das nicht so gut können, die am Anfang des Gesprächs schon total straight sind, die wundern sich, warum sie nichts mehr mitgeteilt bekommen. Das Thema Abmahnung hat uns bereits in der letzten Sendung beschäftigt. Nun betrachten wir dies einmal aus einer anderen Perspektive. Was ist, wenn Sie wettbewerbswidriges Verhalten unterbinden wollen? Wir können uns ja auch mal gedanklich auf die andere Seite der Abmahnung begeben, dass wir sagen, wir sind ja selber möglicherweise in der Rolle, dass wir jemanden abmahnen möchten oder abmahnen sollten, weil man Dinge macht, die uns im Geschäftsleben benachteiligen. Das wäre zum Beispiel, wenn ein Makler seine eigenen Fotos auf einer fremden Website von einem Kollegen wiederfindet. Dann kann man Ansprüche geltend machen nach dem Urhebergesetz, weil halt ein Foto ein Lichtbild im Sinne des Urhebergesetzes ist. Und kann dann insofern die Unterlassungsansprüche geltend machen, die Kostenerstattungsansprüche, die wir bereits auch hatten, und auch im Bereich Fotos und Urhebergesetz auch Schadensersatzansprüche, dass man pro unbefugter Bildnutzung einen Betrag X fordert.
Und diesbezüglich beim Schadensersatzanspruch bei Bilderklauferin gibt es halt eine differenzierte Rechtsprechung aus dem Kölner Bereich, aus dem Bereich des Oberlandesgerichts Hamm. Und die divergiert dann wiederum zur Rechtsprechung vom Oberlandesgericht München. Das heißt, da ist es dann immer entscheidend, wo man halt den Rechtsfall anhängig macht. Jetzt könnte ich ja als Immobilienmakler einem Kollegen auch selber einen netten Brief schreiben und ihn bitten, im Grunde ist das ja das gleiche Verfahren, ihn bitten, das zu unterlassen. Der ignoriert das und habe ich wieder ein Problem. Der wird mir als Privatperson auch keine Unterlassungserklärung unterschreiben. Komme ich also am Rechtsanwalt auch gar nicht dran vorbei. Das Problem besteht allerdings dann darin, dass der Rechtsanwalt ja nur die zweite Abmahnung aussprechen würde, das zweite Schreiben erstellen würde. Und in diesem Fall bekommt man die Rechtsanwaltskosten von der Gegenseite, von dem Abgemahnten, nicht ersetzt. Ja. Und zwar deswegen, weil die Abmahnung hat die Funktion, dass der Gegner wachgerüttelt wird, auf den Verstoß hingewiesen wird. Durch ihr Schreiben ist er bereits hingewiesen worden. Das heißt, die rechtsanwaltliche Abmahnung kann nichts Neues bewirken. Und diesbezüglich bekommt man dann auch keine Rechtsanwaltskosten mehr erstattet. Zum Schluss wieder ein Tipp in eigener Sache. Auf immobilienprofi.de können Sie gezielt nach Kollegen im Umkreis einer Postleitzahl suchen, beispielsweise für Gemeinschaftsgeschäfte. Wechseln Sie dazu in Ihrer Profilseite auf die Umkreissuche, geben Sie die gewünschte Postleitzahl ein und Sie erhalten maximal 5 Vorschläge. Wie professionell Ihr Kollege vorgeht, das verrät meist schon ein prüfender Blick auf die Makler-Homepage. Die vollständigen Vorträge und ausführliche Berichte finden Mitglieder wie immer im Netz unter immobilienprofi.tv. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen gute Geschäfte.